was machst du da? Meine Sahne. Was hast du da an? Ja. Ich glaub's nicht. Deine Sachen habe ich an. Meine Sachen? Boah, schau mal an. Und meine Leggings? Und was hast du jetzt vor? Ich ziehe Alltag an deine Sachen an und bin Mama. Alles klar, was für Ideen meine Tochter immer kommt. Und was tust du jetzt da noch rein? Kakao. Kakao? Darf ich auch probieren? Mhm, habe ich für dich gemacht, mein Kind. Oh, ich bin noch im Schlafanzug. Ich will mich noch nicht zeigen. Ist das okay? Hallo von der echten Mama hier. Miley ist heute früh auf die Idee gekommen, dass sie das machen will. Das kannst du nicht machen, die sind dir viel zu groß. Hat sie gesagt, nö, das mache ich heute einfach. Ja, Miley kommt halt auf Ideen. Und ich versuche euch ein bisschen Szenen einzufangen, was sie von mir anzieht und so weiter und was sie macht. Viel Spaß mit dem Video. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, was der Robert macht. Was Miley kann, kann halt ich schon lange. Mamas Klamotten anziehen. Oh mein Gott. Nein! Du hast es nicht getan. Sag, dass du es nicht getan hast. Alles ein bisschen eng da oben. Mann. Hör mir auf, das ist ja peinlich. Meine Sachen passen dir. Schiff's, gell? Du bist doch kein kleines Kind. Das ist bei Mileys Video. Miley macht einen Tag, Mama. Man hat deine Unterhose gesehen. Oh. Oh Gott. Gut. Ich würde sagen, du ziehst es jetzt aus. Also ich ziehe nicht, gehe jetzt einmal rum und mach. Nein, machst du nie, du gehst bitte nicht raus. Geh einmal. Alles klar, tschüss. Ich glaub's wirklich nicht. Jetzt hat er schon wieder was anderes und, an. Gefällt's dir? Furkan, was sagst du dazu? Nein. Du hast jetzt... Also, ich kann nie mehr sagen, meine Frau hat einen dicken Popo, weil ich passe gar nicht rein in die Hosen. Gott sei Dank ist der Pulli lang, weil... Ja? Sonst hätte ich ein Problem, wenn ich ja, das zeigt lieber nicht jetzt. Der zieht echt meine Sachen an. Schatzilein, Miley soll einen Tag meine Klamotten anziehen, nicht du. Oh, ich will aber. Du verstehst immer alles falsch, oder? So. Du musst immer in jedem Video mitmachen. Miley wird jetzt auch wieder was anziehen. Edge, geh einfach. Tschüss, tschüss. Zieh meine Sachen aus, du machst es zu weit einfach. Und jetzt kommt Miley. Miley, ich glaube, wir können uns... Was machst du da? Du hast mal deine Hose, Willu. Ich glaube, da musst du einen Gürtel. Was hast du für Hose an? Bitte. Oh Gott. Ich wollte eigentlich wieder so ein Gummi hier hin tun. Ja, dann mach mal ein Gummi hin, weil wenn du jetzt was machst, ist das nicht gut. Wo ist mein Gummi? Keine Ahnung, du hast die Hose vorhin selber ausgezogen. Ah ja, stimmt. Was gibt's jetzt? Müsli. Was ist das? Nesquik Müsli? Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht filmen können, weil Miley mit Furkan gespielt hat. Ich hoffe, die Hose rutscht jetzt nicht runter hier irgendwie. Ich glaube, der Papa kommt. Kira, ich merke das sofort von Kira, wenn jemand zu uns reinkommt. Papa, aber. Bist du nicht mit meinem Zeug rausgegangen, mit meinen Kleidern? Nicht? Hast dich doch nicht getraut. Aha, okay. Miley, es gibt Essen. Papa hat heute Döner geholt, damit Miley nicht kochen muss bestimmt. Nee, ich wollte ja Mama sein, sie hat meine Kleidung angezogen. Ja, das tut sie ja nichts in dem. Ja. Ja, und wenn du nichts willst. Wenn du nichts willst, aber Furkan ist da heute, deswegen. Ja. Ich glaube abends um, wie spät ist es? 6 oder so? 20 nach 5 ist erst. 20 nach 5, ja, da darf man aber dann schon mal Hunger haben, oder? Ja, da darf man Hunger haben. Frühstücken darf ich jetzt schon, oder? Ja, ja. Ja, Furkan ist da und Miley hat gespielt, deswegen. Darf ich? Ja, das ist deins.
So, Volkan, Platz nehmen. Volkan und Milay wollen sich einen Döner teilen. Setz dich her, Volkan. Und wir müssen jetzt noch einkaufen gehen. Es ist schon 6:10. Volkan wartet vor der Tür. Milay ist wieder hochgegangen. Sie will sich andere Sachen von mir anziehen. Jetzt bin ich aber gespannt, mit was sie jetzt runterkommt. Und Kira, Milay, komm mal hier. Komm her. Ja, was ist denn? Du kannst ja nicht einkaufen gehen, gell? Und du kannst auch nicht meine Sachen anziehen. Nein, gut, dass du es nicht kannst, hä? Das wäre ja schlimm. Hallo. Nee, was hast du jetzt an? Sag mal, wie machst du das mit meinen Hosen? Das will ich unbedingt sehen. Du machst da so ein Gummi rein. Ja, hier oben nehme ich das so und dann mache ich mir. Oh mein. Meine also Hose. In 2 Jahren zieht sie meine Sachen bestimmt an. In einem Jahr. Oh. Ja. Willst du jetzt mit denen rausgehen, mit mir einkaufen? Ja, ich bleib mit Vorkampagnen. Habe ich mir gedacht, gell? Das wäre schon ein bisschen. Aber normalerweise, Milay, wenn du Jacke drauf anziehst, merkt das kein Mensch. Doch, die Hose ist noch peinlich. Milay? Ja? Die Hose steht dir aber, hä? Nein, steht dir nicht. Gut, dass du Jacke anhast. Wo bist du? Ah, zum Auto gehen wir jetzt. Was hat Anina gesagt zu den Kleidern? Hat sie es gemerkt? Sehr schön. Hat sie es gemerkt? Ich habe es gemerkt, aber ich wollte es auflösen. Echt? Okay. Also als letztes will Milay noch ein Kleid von mir anziehen. Dann Pulli drauf. Mal sehen, ob das ihr passt. Das ist jetzt mein Kleid. Aber der ist jetzt ein bisschen zu groß, ha? Sag mal deine Ärmel. Da fehlt noch. Ein bisschen was muss noch wachsen. Guck. In einem Jahr passt es mir. Probier mal einen Pulli drauf, wie es bei dir aussieht. Das sieht doch mal cool aus, ha? Milay, tu mal deine Ärmel ein bisschen hoch. Ja, da merkt man ja nicht mal, dass es mein Kleid ist, ha? Milay, zur Not kannst du auch meine Kleider anziehen. Was sagst du zu meinem Stil? Habe ich schöne Sachen? Ja. Ja? Mhm. Gefallen dir meine Sachen? Ja. Ja. Aber manche nicht, gell? Wo du sagst, das geht gar nicht. Meine Hose gar nicht. Hallo, die Hose ist ja 20 Jahre alt. Das war mal meine Trainingshose. Das hast du aus dem Schrank rausgewischt. Mein ganzer Schrank hat sie auseinandergenommen. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht, gell? Meinst du immer. Oh Gott, jetzt macht sie die Ärmel auch noch lang. Die ist, Hilfe! Gleich Schlafanzug anziehen. Aber so. Mein eigenen. Aber deinen eigenen, bitte. So, das war's jetzt mit unserem Video, meine Lieben. Die zieht jetzt nichts mehr von mir an. Die hat mein ganzes Schlafzimmer auf den Kopf gestellt, weil sie Sachen gesucht hat. Und wer noch? Ich ziehe auch keine Kleider mehr an. Nein, also nicht, der dass auch. Denk, dass der ich das gerne mache. Den Robert zieht sie in nächster Zeit immer in meinen Sachen. Okay, meine Lieben, das war's mit dem Video. Mir ist es einfach so eingefallen und wollte es machen. Und ich habe sie einfach mit der Kamera begleitet. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonnieren und Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.